Jo, hier ist wieder Pano. Heute zum Thema Ausrüstung. Ganz kurz vorweg, es gibt nämlich jetzt auch noch ein neues, bevor ich zur Ausrüstung komme, es gab ein neues Update. Man kann jetzt hier wunderbar bei Deathmatch, nämlich zwischen Vernichtung und Scharmützel direkt wählen und nicht über die Einstellungen. Vielen Dank an Ubisoft dafür und wunderbar, die Wikinger haben die erste Runde gewonnen. Ich habe drei Kisten dafür bekommen. Ja, habe mich gefreut, waren ein paar lustige Sachen dabei. Aber kommen wir jetzt mal zur Ausrüstung. So, im Moment ist ja, wenn man so im Internet das alles guckt, was so Ausrüstung stark ist und so weiter, geht es natürlich darum, dass man sagt, erst ab lila Ausrüstung wird es wirklich stark. Das ist schon teilweise OVP, wenn man da in die Rache reingeht. Ich persönlich habe das mit der Rache ausprobiert. Ich finde das auch ganz gut. So stark, wie alle sagen, kommt es mir jetzt nicht vor. Klar, ich kriege ein bisschen öfter Rache. Habe ich einen Racheangriff noch kombiniert vom Nobushi? Ist natürlich dadurch, kriegt man noch ein bisschen schneller Rache. Aber kommen wir einfach zur Ausrüstung. Das hier ist meine Rache-Ausrüstung sozusagen. Wo fangen wir an? Beim Helm, ganz vorne. So. Das ganz Wichtige ist, dass man die Dauer des Rachezustandes hier hochzieht, wenn man auf Rache geht. Klar, Erschöpfungsregeneration ist nie verkehrt. Die ist, wenn ihr keine Erschöpfung mehr habt, dann bestimmt das, wie schnell dauert es, bis ihr die wieder regeneriert. Debuff wird eigentlich gesagt, das ist gegen Gift und Bluten halt vom Nobushi und vom Peacekeeper. Ich glaube aber, dass das sich auch auf die Gaben, also auf die Angriffe mit Gaben wie Pfeilhagel oder Feuerfall oder sowas bezieht. Ebenfalls wahrscheinlich auch, wenn ihr so irgendwie euch ein Gegner da verflucht. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, wenn die auf euch zeigen, dann wird es so lila um euch und eure Stats senken dann sich sozusagen. Das heißt, wenn ihr da einen hohen Debuff-Widerstand habt, passiert das nicht. Ich habe das auch mal ausprobiert hier mit dem hohen Debuff-Widerstand, finde ich ganz nice. Ich möchte aber halt auch die Dauer des Rachezustandes möglichst so hochschrauben wie möglich. Deswegen würde ich hier sagen, Dauer des Rachezustandes 1 und dann könnt ihr euch es aussuchen. Im Moment ist der Tenor eher, die Erschöpfungsregeneration hochzumachen und den Debuff zu ignorieren. Ich werde das aber noch in anderen Videos ganz genau testen. Ich werde für jeden, das ist ein Ausrüstungsgegenstand, einen Test machen, wo man dann alle drei Stats testet und dann abwägen kann, wo lohnt es sich wirklich reinzugehen. So, bei der Rüstung ist es so, dass hier der Blockschaden ganz wichtig ist. Zumindest der Tenor im Internet. Ich persönlich habe auch gerne einen hohen Sprint. Haltung durch Exekution ist auch nie verkehrt. Also hier bin ich noch am Hadern. Ich mag es ja halt nicht, wenn ich den vor den Gegnern nicht weglaufen kann, wenn es wirklich mal sein muss. Aber generell ist trotzdem hier der Tenor Blockschaden hoch und Heilung durch Exekution. Wobei da kann man so auch nicht sagen, ich werde wahrscheinlich jetzt bald mit der Ausrüstung hier spielen, weil da ist der Blockschaden richtig hoch. Ich scheiße auf die Exekutionsheilung und habe noch einen einigermaßen guten Sprint, also eine gute Sprintgeschwindigkeit. Werde ich aber auch, wie gesagt, in anderen Videos noch testen. Sorry. Kommen wir zum Armschutz. Da sagt man ganz klar, das Wichtigste ist angeblich die Schadensabwehr beim Blocken. Weil schwere Angriffe, die ihr blockt, kriegt ihr trotzdem immer einen kleinen Schaden. Das heißt, wenn ihr den richtig hoch habt, könnt ihr das minimieren, ist nie verkehrt. Ausdauer, Regeneration bedeutet, wenn ihr die Ausdauer noch nicht verloren habt und die nicht auf Null gesunken ist, wie schnell ihr die wieder erlangt, das sollte man auch nicht zu niedrig machen. Hier sind im Endeffekt sind alle drei wichtig, wenn man, also kommt auf die Map an oder auf die Modi, wenn ihr Wiederbelebungstempo halt echt niedrig habt, kann das gerade bei Vernichtung auch mal in die Hose gehen. Ich kenne das immer, da lungern dann ein, zwei Gegner noch bei den Leichen rum, die ich wiederbeleben will. Und wenn man da dann wirklich ein richtig hohes Wiederbelebungstempo hat, kann man das noch schaffen, ohne dass die einen wieder da wegschlagen und man nicht zum Wiederbeleben kommt. Demnach kann ich hier noch nicht genau sagen, was wirklich wichtig ist. Muss man halt ausprobieren. Ich werde das auch, wie gesagt, im Video einen einzelnen ausprobieren und euch dann auch mitteilen. Ja, aber hier habe ich natürlich schon eine legendäre Klinge, wie man sieht. Die gefällt mir auch sehr gut vom Design. Sehr nice. Ja, eigentlich perfekte Stats. Angriff auf Maximum, Verteidigung auf zweitem Stat und Ausdauerkostenverringerung auf dem niedrigsten. Weil Ausdauerkostenverringerung, das ist schon, habt ihr sozusagen ein paar weniger Angriffe. Aber ihr müsst es so sehen, wenn ihr mit Angriff einfach den Angriff hoch habt, macht ihr einfach mehr Damage und müsst auch so mit weniger
also müsst ihr seltener treffen, um den Gegner runterzukriegen. Bedeutet, das ist so ein Geben und Nehmen, aber ich mache dann lieber den Gegner schnell platt und habe dann eine nicht so gute Ausdauerkostenverringerung. Die Stat-Verteilung Angriff als erstes, Verteidigung als zweites und Ausdauerkostenverringerung vernachlässigen ist auch so mehr oder weniger der generelle Tenor im Internet. Ich habe natürlich auch noch hier sowas, das ist aber mit Angriff minus, das bringt wahrscheinlich gar nichts. Ich werde das hier nochmal ausprobieren, ob Verteidigung, was das genau bringt, aber lieber habe ich viel Damage, mache viel Damage und haue den Gegner schnell weg und versuche erst gar nicht getroffen zu werden. So, dann kommen wir zu den, ja, hier sind es halt die Schäfte oder die Stange. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen Klassen überall heißt. Also, im Endeffekt geht es hier wirklich um die Rache. Ihr wollt schnell eine Rache bekommen, ihr wollt in der Rache gut sein. Das heißt, Verteidigung im Rachezustand und Rache plus durch Abwehr ist hier das Wichtige, wenn ihr wirklich auf Rache gehen wollt. Ich habe hier Rache plus durch Abwehr eher den höheren. Ich hätte jetzt auch, habe ich auch eine Ausrüstung dafür? Ich könnte auch die hier nehmen, da wären die Verteidigung im Rachezustand höher. Ich gehe lieber darauf, schneller die Rache zu bekommen und die Verteidigung im Rachezustand ist ja nie verkehrt. Ja, die Gabenabklingzeit zu senken ist jetzt, ich mag halt eigentlich die Gaben. Aber da ich auch mit dem Racheangriff spiele, der sozusagen das noch ein bisschen verstärkt, dass ich noch schneller Rache bekomme, das ist eine passive Gabe, da brauche ich auch keine Abklingzeit für, ja, spiele ich hier halt mit der reduzierten Gabenabklingzeit. Ist auch so generell im Internet, wird einem dazu geraten. Ich meine, wenn man auf Rache gehen will, bleibt einem ja eigentlich gar nichts anderes übrig. Ja, und dann kommen wir hier zu den, was sind das? Das Stichblatt, was weiß ich, was das dann bei den anderen Klassen ist. Da sagt man, also wenn man auf Rache gehen will, muss man auf die Wurfdistanz scheißen, das ist ganz klar. Weil ich will einen guten Angriff im Macherzustand haben. Ihr habt das vielleicht schon mitbekommen. Der Gegner kriegt Rache, ihr seid noch, habt noch fast die Hälfte der Lebensenergie, trifft euch mit einem schweren Angriff, ihr seid platt. Und dann hat er halt hier diesen Stat, Angriff im Macherzustand, richtig hochgeschraubt. Ja, und wenn ihr dann genauer hinguckt, habe ich aber auch wieder Rache plus durch Verletzung auf Maximum hier. Das habe ich sogar schon auf Level 18 gesteigert. Das heißt, das ist wirklich auf dem Maximum. Das kann ich gar nicht mehr höher ziehen. Das gleiche bei der Klinge. Das war auch schon auf Level 18. Im Vergleich natürlich jetzt hier sieht man auch, das ist nur auf Level 13. Darum ist die Rache plus durch Abwehr und die Verteidigung natürlich noch nicht ganz so hoch. Kommt aber alles noch. Ja, wie gesagt, Wurfdistanz, je nach Charakter ist die Wurfdistanz natürlich auch wichtig. Ich würde zum Beispiel bei dem Plünderer eher, glaube ich, die Wurfdistanz hoch haben, weil mir der Plünderer macht mir einfach Spaß, weil ich die Leute durch die Gegend schmeißen kann. Ich kann die Meter weit durch die Gegend tragen und das wird alles durch die Wurfdistanz noch erhöht. Angeblich soll die Wurfdistanz auch noch die Stärke des Guardbreaks bestimmen. Das heißt, vermutlich, dass die Dauer des Guardbreaks einfach länger anhält. Das heißt, der Gegner ist länger gestunt, umso höher eure Wurfdistanz ist. Wie gesagt, werde ich aber alles noch testen. Aber jetzt stellt euch bestimmt die Frage, oder manche, die es noch nicht haben, wie ist der an diese lila Ausrüstung gekommen? Wie ihr da oben links seht, habe ich schon einen Ruhm von 3. Das heißt, hier habe ich Ruhm 3. Wie man sieht, habe schon da Level 10 erreicht. Das heißt, ihr erreicht ein neues Ruhmlevel, wenn ihr einmal Level 20 erreicht habt und das dann nochmal sozusagen in Level 20 nochmal aufsteigt. Dann rutscht ihr wieder auf Level 1 zurück, kriegt aber die Ruhmstufe 1. Und ab Ruhmstufe 1 kriegt ihr hier über Aufrüstung aussammeln, kriegt ihr dann auch, wo mal hier die gelben sind, kriegt ihr dann blaue Items. Ab Ruhmstufe 3 kriegt ihr die lila Items. Und das Besondere bei diesen lila Items ist halt, dass ihr dort ein Stat verringert bekommt, ein Stat sozusagen fast auf Maximum ziehen könnt, wenn ihr den hochsteigert und ein anderer Stat, der dritte Stat sozusagen, noch immer noch recht hoch und stark ist. Im Vergleich zu den blauen oder grauen Items ist es ja so, dass ihr immer einen Stat habt, der etwas besser ist, einen, der etwas schlechter ist. Und ein Stat, der bleibt unverändert. Hier bleibt nichts unverändert. Ihr habt zwei, die gesupportet werden, die verbessert werden und einer, der sinkt. Da, ganz klar, ist natürlich so eine lila Waffe oder lila Ausrüstung viel, viel besser als die anderen. Da müsst ihr euch natürlich erstmal auf Ruhm 3 hocharbeiten. Vorher
würde ich noch nicht unbedingt empfehlen. Im Internet habe ich ja schon gelesen, ja, Brum 1 kann man dann seinen Stahl in diese Ausrüstungskisten hier investieren. Ja, habe ich auch gemacht ein paar, damit ich nicht mit total scheiß Ausrüstung umrenne. Man findet aber nachher auch noch genug bis auf dem Weg zum Ruhm 3 hoch. Im Nachhinein habe ich mich geärgert, weil ich dann natürlich dann auch Stahl verschenkt habe. Demnach, wenn ihr wirklich das Ziel habt, Ruhm 3 schnell zu erreichen, spart euch das auf und holt euch erst für euren Stahl ab Ruhm 3 die Ausrüstung. Hier würde ich am Anfang immer, wenn man noch nichts hat, das Premium-Paket empfehlen. Ich habe auch fast eigentlich nur das Premium-Paket gekauft. Wenn man merkt, ja scheiße, bei der Rüstung fehlt mir noch irgendwas. Hier sehe ich jetzt, man weiß noch nicht mal, was sich dann verbessert. Also welche von diesen drei ich bekomme. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich brauche noch einen Helm, der kann dies und das. Was ist das für eine Scheiße? Jetzt fliege ich raus. Naja, gucken wir, ob wir wieder reinkommen. Passiert ja in letzter Zeit öfters, dass man hier rausfliegt, finde ich schade. Ich wollte auch schon mal spielen, da kam ich dann eine Viertelstunde gar nicht rein, habe dann erstmal die PlayStation runtergefahren, Stunde später wieder probiert, dann ging es. Trotzdem recht schade. Naja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ja, wie gesagt, die Rache ist schon stark, wenn man das in der Ausrüstung hoch hat. Kommt ein bisschen öfters, die fühlt sich auch viel, viel stärker an, wenn man den die Verteidigung und den Angriff in der Rache erhöht hat. Die Dauer habe ich auch noch erhöht, das macht sich alles jetzt wirklich bemerkbar. Aber man wird dadurch auch nicht zum Killer, der sich quer durch das ganze, wie soll ich sagen, quer durch die gesamte Map häckselt und einfach alles niedermäht. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ich hatte einen Spieler eben mit dem Spiel, der hatte Level 108 Ausrüstungsgegenstände, also Maximum. Der war auch nicht besser als andere Spieler. Demnach, fuckt euch nicht ab, falls ihr noch nicht die Top-Ausrüstung habt. Und schimpft nicht über die Spieler, die sie haben, weil wenn ihr sie habt, wollt ihr sie mit Sicherheit auch spielen. So, ja, wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch weiterhelfen. Bald kommen die anderen Videos, in denen ich die einzelnen Stats überprüfe. Ja, und soweit. Bye, bye. Abonniert den Kanal, wenn ihr weitere Sachen zu For Honor sehen wollt. Und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr hier mit irgendwas anfangen konntet. Also, bis dann.